Hey Leute, was geht? Ich bin am Start für euch mit dem letzten Teil von Mr. Hobbs Playhouse 2. Ja, diesen komischen Creepy-Hasen. Falls ihr die anderen Teile noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an, weil sonst wisst ihr gar nicht, worum es geht. Jedenfalls spielen wir heute das Ende. Ich hab's euch ja versprochen. Ich werde das jetzt heute komplett durchziehen und zu Ende spielen mit euch, damit das endlich mal fertig ist, weil es kann nicht einfach so stehen gelassen werden, okay? Das geht so nicht. Und ihr wolltet es unbedingt sehen. Ich habe ein bisschen Angst davor, um ehrlich zu sein. Ich habe es auch ein wenig aufgeschoben, denn ich brauche immer verdammt lange, das zu spielen. Ey, das dauert so lange, das ist nicht mehr normal. Und dann erschrecke ich mich dauernd. Und dann werde ich erwischt, dann verliere ich und muss tausendmal von vorne spielen. Irgendwann mal hast du keine Geduld mehr. Du wirst dann sauer. So sauer. Becky wird sauer. Ich bin gespannt, was am Ende passieren wird. Und lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben, ob ich mehr Creepy-Spiele mit euch zusammen spielen soll. Was soll ich als nächstes spielen? Vielleicht Poppy Playtime oder habt ihr weitere Vorschläge? Lasst es mich gerne wissen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr neu hier seid. Und aktiviert die Glocke, das würde mich mega freuen. Und ja. Ich würde sagen, let's go. So, Leute, dann wollen wir mal. Oh mein Gott. Schön fortsetzen drücken, nicht neues Spiel. Oh, ich habe Angst. Ich wollte es eigentlich gar nicht mehr hier weiterspielen, ehrlich, weil ich da fast die Krise bekomme. Ich hatte anfangs noch weitergemacht, aber da habe ich abgebrochen, weil ich bin dauernd abgekratzt. Dauernd. Okay, letztes Kapitel, Leute. Oh mein Gott. Ich muss da jetzt durch. Für euch. Thank goodness. Now, if I can just get back to bed, I can wake up from all of this. Okay, wir müssen zurück ins Bett. Und ich weiß schon, was mich erwarten wird. Ich hasse dieses Geräusch. Ich hasse diesen Mr. Hobbs. Ah, da sind die! Ah! Alter! It's not real. Ich hasse es! Ich hasse es! Leute, ihr kriegt Ohrenschmerzen. Ich sag's euch, wo wohne ich überhaupt hier? Hier? Nee. Also, wo schlafe ich eigentlich? Esther, oh mein Gott. Muss ich jetzt nochmal drücken? Ah, E, okay. There's nobody here. Ja, niemand da. Wow. Wo sind alle Kinder hin? Das ist immer... Ah! Das habe ich so gehasst. Das habe ich so gehasst. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Oh, das war knapp. Das war knapp. Schaffen wir das überhaupt? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, da hinten. Seht ihr das? Was? Ey, no way. Das schaffe ich doch niemals. Das überlebe ich nicht. Bitte lass mich das überleben. Nein. Oh mein Gott. Oh Leute, wie soll ich das schaffen? Ja, mach alles erstmal so kaputt. Da habe ich noch Platz und Zeit. Boah, Digga, ey, das ist nicht mehr normal. Der will's wissen, ne? Der will es wissen. Das macht er extra. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Sie zerstört alles. Ah! Oh mein Gott, schaffe ich das? Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Yeah! What yeah. is happening yeah. to me? Oh, ich hab so Gänsehaut. Das ist doch normal. Ich hab am ganzen Körper. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich hab übelste Gänsehaut. Okay, wir müssen jetzt zur Bibliothek. Und ich habe jetzt gerade keine Ahnung mehr, wo die ist. Ich glaube unten irgendwie, oder? Müssen wir hier durch? Da! Dee! What is going on? I told you, evil roams these halls, but. I can make it go away and get everyone back. Yeah. How? We need to do a ritual. I need 9 candles, salt, sage, and the trinket from the second floor bedroom. Hurry. Was? Wir brauchen jetzt was für ein Ritual. Oh mein Gott. Okay, wir brauchen Salbei, was ist das? Salz und irgendwie ein Flock? Alter. Warum sind da oben diese Kuscheltiere? Oh mein Gott, ich bin so froh, wenn ich das fertig gespielt habe. Ehrlich, ich krieg Albträume. Ja, ganz normal. Einfach ein Ritual machen. Spielen mit Freunden überbewertet. Was ist das überhaupt für ein Geräusch? Ah doch, hier.
Wir haben die Kerze. Eine von 9. Was soll das heißen? Ich glaube, wir müssen einmal durch das komplette, ja, Heim hier. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Ah, hier oben ist Salz. Okay, das haben wir schon mal. Müsste hier, ja, hier müsste eigentlich alles sein, oder? Also, fast alles. Was ist das denn hier? Ist das eine Vase? Warte, hier ist noch eine. Kommt dieser verdammte Bär hier wieder? Weiter! Okay, danke schön. Ah, hier ist der Flock. Oh mein Gott. Wir haben es endlich. Wir haben es endlich. Ich weiß nicht, was wir mit den Münzen machen müssen, aber okay. Ah, können wir mal bitte kurz darüber reden, wie gruselig dieses Zimmer aussieht? Also ich meine, niemals würde ich als Kind da drin schlafen wollen. Boah, hatten wir Glück. Wenn nicht, begegne gleich Mr. Hoff. Oh mein Gott, sind die da unten da? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich sehe jemanden. Ich sehe diesen komischen Tiger. Wir haben 5 von 9 Kerzen. Ja, noch rum! Das ist mein schlimmster Albtraum. Hier ist wieder eine Vase und da hinten ist noch eine Kerze. Dankeschön. Wir brauchen noch eine. Oh mein Gott! Das war so knapp, habt ihr es gesehen? Kann ich nach unten? Zumindest blinkt es ja, ne? Wenn jemand in der Nähe ist, glaube ich. Oder du halt zu laut bist. Wir müssen irgendwie jetzt nach unten kommen. Oh, das war so knapp. Digga, wie soll ich nach unten kommen? Okay, okay. That's everything. What do we do now? You actually survived. Dee? Oh, sieht so gruselig aus. You. Jetzt. Lass uns kämpfen! Du! Give yourself to us. Nein! Hau auf, Mädchen! Wir haben es geschafft! Oh, wo bin ich? Ja, wo bin ich? Ah, sieht schön aus, ne? Ah, sieht auf jeden Fall schön. Oh mein Gott, ist ja gar nicht creepy. Aber ist auf jeden Fall deutlich. Ah! Nein, 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 nicht mit mir. Ist auf jeden Fall deutlich schöner eingerichtet als das Kinderheim. Wo kommen wir da hin? Oh, hier ist ein Weihnachtsbaum. Oh, wie schön. Wenigstens mal was Schönes hier. Sieht zwar ein bisschen trostlos und verstaubt aus, aber okay. Ich bin so schlecht in diesen Dingern. Deine Mutter! Nachbarn denken wahrscheinlich auch, was ist mit deren los? Okay. Nee, 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 nee. Der steht schon da so komisch. Er soll weggehen. Ich höre den Hasen. Oh, ich habe endlich den Schlüssel für die Küche. Wow. Und jetzt? Hä? This can't be right. Also ich muss sie jetzt ernsthaft... Follow me. Sorry, aber... Kann ich bitte raus? Digga, was ist das für eine Musik? Warum habe ich jetzt das Gefühl, ist das Finale? Oh mein Gott. Alter, die Musik. Wie folge mir? Wohin denn? Ah, da bist du ja. Wach auf, Esther. Aus diesem gruseligen Traum? You are perfect. Du hast eine Psycho-Bär. Oh mein Gott. Das wird immer mehr Psycho. Wo ist sie? Da. Muss ich jetzt hier rein? Da. Oh mein Gott! No way, ich spiele niemals mit euch. Where are the others? Where are my friends?
tell me. You are just like me. I am nothing like you. I feel your pain. Give yourself to us. Just leave me alone. Oh mein Gott, muss ich jetzt rennen? Was ist los hier? Oh mein Gott, es brennt hier. I feel it too. Ich fühle es auch. Was fühlst du? Was muss ich machen? Your pain, your sadness, your torment. Was ist das für eine Hase? It burns within you. Oh mein Gott, wenn das nicht Psycho ist, dann weiß ich auch nicht. You belong with me. Ich bin stolz auf mich, wenn ich das geschafft habe. Abandoned and lost. Was ist das für ein Psycho-Kack? Das ist so Psycho. Warte, ich bin schon wieder hier? Was ist das hier unten? Warum bin ich schon wieder im Kinderheim? Es war wohl ein Traum. I don't know what's real and what isn't. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was los ist. Da ist sie wieder. I'm not scared of you. And I'm tired of you trying to wither me down. Play with the assassin. Oh nein, nein, Mama, nein! Was muss ich machen? Come back, Esther. Nein. Oh mein Gott, was ist das hier alles? Kann ich runter? Nein! Oh mein Gott, kann ich runter? Du bekommst mich nicht. Where are you going? Du kriegst mich nicht. What about your friends? Du kriegst mich nicht. Why won't you play? Ja. Okay, Double Jump geht. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Dafür habe ich mir jetzt die Mühe gegeben, dass ich am Ende sowieso gefressen werde von dem Monster? Wow, oh mein Gott. I'm outside. Es war wohl anscheinend wieder ein Traum oder so. Oh wow, das Ding lebt immer noch. Dämon war hier von mir! Silly Rabbit, you'll catch a cold just sitting there. Sag mal, bist du dumm oder bist du dumm? Today marks 67 years since the disappearance of 24 orphan children residing at Blacklands Manor, along with 5 care workers. To this day, this remains an active missing persons case and the largest in the country's history. Only one child was ever accounted for, but claimed to have no recollection of any other resident. Blacklands Manor was once a large orphanage home in the 1930s through to the 1950s. Die Medaillen. Ja, da kann man ja das Ende beeinflussen, aber nein, danke. Ich bin durch mit dem Spiel. Ja, Leute, das war's auch schon mit Mr. House Playhouse 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen, obwohl es eine schwere Geburt war, aber Leute, das Spiel hat es echt in sich, okay? Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist simpel gemacht, aber es ist schwer. Und diese ganzen Jumpscares. Und wenn das Ganze dann auch alleine spielen muss. Trotzdem hat es irgendwie mega viel Spaß gemacht. Und ich mag einfach das Spiel. Also es ist so gut gemacht. Ich finde es echt cool. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet und was ich noch so zocken soll. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.